Von diesem Donnerstag, dem 23. Juni, bis Sonntag, den 26. Juni, hält das 35. Bergstadtfest ganz Freiberg in Atem. Das größte Volksfest Mittelsachsens findet nach 2 Jahren Pause endlich wieder so statt, wie man es kennt. Die Vorbereitungen für den Aufbau der zahlreichen Erlebniswelten läuft bereits. Zentraler Punkt ist der Obermarkt mit seiner großen Bühne. Ich freue mich einfach riesig, dass wir wieder zu dem zurückkehren, was unsere Stadt ausgemacht hat. Wir haben an vielen bewährten Sachen festgehalten, insbesondere auch, was die Bergparade angeht. Die Bergparade würde die große Runde gehen, wie das letzte Mal 2019, um einfach vielen Besuchern die Möglichkeit zu bieten, diese zu sehen. Wir haben auch fast 900 Bergleute, die durch unsere Stadt ziehen. Wir merken immer wieder, dass die Kinder extrem begeistert sind, wenn am Sonntagvormittag die Bergparade durch die Stadt zieht. Das ist auch gerade für unsere Welterberegion ein ganz, ganz emotionales Erlebnis. Und ansonsten haben wir eine wunderbare Kinder- und Familienwelt, die sich hier von der Burgstraße über die Weingasse bis zur Nikolaikirche zieht, das Theater wird auftreten, wir haben ganz viele Mitmachstationen, ganz viele Vereine präsentieren sich, sodass natürlich dort die Kinder ganz viele Möglichkeiten haben und Rummel, endlich wieder Rummel in unserer Stadt mit einem großen Riesenrad, mit allen Geschäften, die man im Magen verträgt oder auch nicht, Autoscooter, ich denke, es wird für Familien ganz, ganz viel geboten. Der Rummel an der ehernen Schlange ist schon weithin zu sehen. Also ich gehe mit sehr guten Erwartungen gehe ich hier ran, weil Freiberg hat uns eigentlich noch nie einen Stich gelassen. Man sieht letztes Jahr der Freiberger Bergstadtsommer, der hat ja auch funktioniert. Und ich bin positiv, solange wie das Wetter mitspielt, nicht so eine Hitze kommt wie letztes Wochenende, denke ich mal, ist Freiberg wie immer. Die Freiberger Gäste und die Freiberger Besucher sind immer dankbar, sind immer zufriedene Kundschaft. Auf dem Schlossplatz wird sich wieder das Weindorf finden. Der Petriplatz bietet dem Mittelaltermarkt eine Heimstatt. Und auch auf dem Untermarkt wird schon alles für das Bierdorf vorbereitet. Was?